Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen zu dieser kleinen Zwischenmeldung vom Podcast Auf Distanz. Die letzte Folge ist schon etwas her, die letzten Wochen waren ziemlich turbulent, aber dabei haben sich tolle Dinge ergeben, eben auch für diesen Podcast. So ist zu Anfang Oktober zum Beispiel eine Sonderfolge für die Rosetta-Mission geplant, denn die Rosetta-Sonde wird am 30. September auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko aufsetzen und da gibt es bestimmt eine ganze Menge zu erzählen. Aber auch wenn das schon in Vorbereitung ist, ist vorher noch etwas Zeit. Und das ist eben Zeit, die man auch prima noch mit anderen Folgen überbrücken kann. Da wird es natürlich von Auf Distanz vorher noch was geben. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt es auch noch etwas anderes. Am 1. Augustwochenende 2016 hat in Sorschied im Hunsrück das Podcaster- und Hörertreffen Podstock stattgefunden. Ich war mit dabei und habe die Teilnehmer zu einer kleinen Astronomie-Session eingeladen. Wir hatten ein kleines Teleskop dabei, wir hatten einen wunderbaren Abend, wir hatten bestes Beobachtungswetter. Da habe ich dann den Podcaster-Kollegen ein bisschen was erzählt. Der Martin Rützler von Radio Mono, der hat sich die Mühe gemacht und diese ganze Sache aufgezeichnet. Und ja, das ist so ein bisschen sprunghaft, die Themen waren nicht vorgegeben und zwischendurch wurde auch gern mal etwas herumgealbert. Also, so eine normale Auf-Distanz-Folge ist das nicht. Wer das aber hören möchte, es geht eben um Astronomie und auch ziemlich viel Amateurastronomie, der findet diese Aufzeichnung leicht geschnitten unter radiomono.net. Den genauen Link, den gibt es auch auf der Webseite zu dieser kleinen Zwischenmeldung bei aufdistanz.de. Ich habe für diesen Abend auch noch eine Zusammenfassung geschrieben, weil da viele schöne kleine Themen drin waren. Diese Zusammenfassung ist unter extras.aufdistanz.de nachzulesen. Auch da gibt es einen genauen Link auf der Webseite des Podcasts. Aber nun nach diesen Hinweisen wird es jetzt mit dem Podcast ganz normal weitergehen und die nächste eigene Folge von Auf Distanz folgt dann in Kürze. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.